Also Leute, habt ihr schon von dem neuen Thema im Geschichtswettbewerb gehört? Das ist irgendwie Krise, Umbruch, Aufbruch. Habt ihr da irgendwelche Themen oder Ideen für? Okay, das ist kompliziert. Ey, vielleicht der Holocaust? Stimmt, der Holocaust, das ist eine gute Idee, aber ob das so ein richtiger Aufbruch ist? Naja, wir haben auch keinen richtigen Bezug mehr. Eine Krise ist es schon. Ja, klar, aber trotzdem. Das ist nicht so gut. Auch irgendwelche Ideen? Also, wie wär's? Ich habe gehört, es gab früher einen richtig großen Stadtbrand in Wernigerode. Ein Stadtbrand? Ja. Das ist eine Krise. Ey, ich kann ja mal gucken, vielleicht gibt es da ein paar Informationen drüber. Ich glaub, das ist schon ewig her. Schon ja, ganz, klar, ganz lange. Aber ich weiß nicht, aber was ist denn eigentlich eine Krise so? Also, für mich wäre das zum Beispiel so eine Börsenkrise. Also eine Jobkrise, meinst du? Ja, mit Job. Mhm. Aber ich weiß nicht, für mich ist eine Krise wie so ein Krieg irgendwie. Ja, oder Familienkrise, so wenn... Genau, wenn die Eltern sich scheiden. Ja. Okay, Laurens, hast du was herausgefunden? Ich habe was herausgefunden, nämlich, es gibt keine Informationen mehr. Noch ein, zwei Seiten, aber da... Na super. Gibt es nicht mehr viel drüber. Naja, Zeitzeugen würden wir ja eh nicht finden. Und das wäre natürlich gut mit Zeitzeugen. Ja, das ist... Naja, noch irgendwelche anderen Themen? Vorschläge? Also ich würde eher mehr sowas nehmen mit unseren Eltern und mit unseren Großeltern. Vielleicht, wie wäre es mit der Grenze? Stimmt. Deutschland wurde geteilt. Aber ich finde, die Grenze wird irgendwie zu oft benutzt und das ist ein zu allgemeines Thema. Ja. Hätten wir da noch was irgendwie Detaillierteres zu... Wie wär's mit dem Brocken? Stimmt, da haben wir doch letztens auch genau, so ein Video drüber gesehen. Genau, das war am 5. oder 6. Dezember 1989. Ey, war ich keine Ahnung, guck mal, Brocken. Stimmt, das wäre eine gute Idee. Das wär eine gute Idee. Ja auch ganz viele Leute am Brocken und wollten, dass es da aufgemacht wird. Wir können hier nochmal vielleicht drin gucken. Vielleicht finden wir hier auch nochmal. Ja. Geteiltes Deutschland. Das war am 3. Dezember 1989. Ja, das wäre doch eigentlich ein cooles Thema, weil der Brocken ist doch direkt da. Stimmt, ja. Das wäre in unserer Nähe. Ja, das wäre doch ein cooles Thema, Leute. Ja, Krise, Umbruch, und Aufbruch. Und hier können wir auch nochmal was drin suchen. Vielleicht in Spurensuche. Okay, dann lass uns doch loslegen. Lass uns loslegen. Auf geht's. Super. Von hier aus sehen wir bei gutem Wetter den Brocken. Und wenn wir Lust und Zeit haben, können wir auf den Brocken wandern oder mit der Harzer Schmalspurbahn hinauffahren. Das war aber nicht immer so. Seit 1961 war der Brocken militärisches Sperrgebiet. Das bedeutet für die Menschen im Harz, dass sie den Brocken zwar täglich sehen, aber nie erklimmen können. Der Brocken war also schwieriger zu besteigen als der Mount Everest. Für die Menschen im Harz war der Brocken deswegen ein Sehnsuchtsberg. Sie glaubten nicht, jemals den Gipfel des Brockens erreichen zu können und wollten es doch so gern. Der Grund dafür, dass niemand auf den Brocken durfte, lag im verlorenen Zweiten Weltkrieg. Deutschland wurde 1945 von den vier Siegermächten Frankreich, Großbritannien, der USA und der Sowjetunion in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Zonengrenzen zwischen der westlichen und der sowjetischen Besatzungszone verlief über den Brocken. Auch wenn direkt nach dem Krieg erst einmal die Amerikaner den Brocken besetzten, gehörte er doch wenig später zur sowjetischen Besatzungszone. Als 1949 die Bundesrepublik und die DDR gegründet wurden, wurde aus der Zonengrenze eine Staatsgrenze. Die sowjetische Armee errichtet auf dem Brocken einen Abhörstützpunkt. Nachdem am 9. November 1989 die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik in Berlin und den offiziellen Grenzübergängen geöffnet wurde, begann man nach und nach die Grenze zwischen den Grenzübergängen zu öffnen und abzubauen. Schon am 11. November 1989 wurde die Grenzanlage zwischen Eckartal in Niedersachsen und Stapelburg in Sachsen-Anhalt geöffnet. Doch der Brocken blieb weiter geschlossen. Niemand durfte hinauf. Das konnten die Bewohner rund um den Brocken aber nicht verstehen. Und so kam es am 29. November 1989 in der Volksstimme einen Aufruf. Macht den Brocken frei, war die Überschrift und aufgerufen wurde zum Einmarsch auf den Brocken am 3. Dezember 1989. Treffpunkt sollte der Ilsenburger Marktplatz sein. Wir sitzen hier gerade auf dem Ilsenburger Marktplatz, wo sich am Sonntag, den 3. Dezember 1989, ca. 800 Menschen trafen, um gemeinsam auf den Brocken zu wandern, um dort für die Öffnung des Brockens zu demonstrieren. Unter ihnen
war auch der spätere Landrat des Harzkreises Dr. Michael Ermrich. Dieser Marsch auf den Brocken war überhaupt erst möglich geworden, weil im Oktober und November 1989 die Bevölkerung der DDR ihre Unzufriedenheit mit ihrer Regierung in landesweiten Demonstrationen zum Ausdruck brachte. Die größten Demonstrationen fanden dabei in Leipzig statt. Die Menschen gingen mit ihren Parolen wie das Volk sind wir oder freie Wahlen, keine falschen Zahlen auf die Straße. Und es wurden jede Woche mehr. Ein Teil der Bevölkerung wollte die DDR sogar verlassen und floh über die Grenze zwischen Ungarn und Österreich oder über die deutsche Botschaft in Prag in die Bundesrepublik. Die DDR-Regierung wollte den ganzen entgegenwirken und beschloss, die Menschen zu beruhigen, indem sie bis dahin die geltenden strengen Reisevorschriften lockerten. Günter Schabowski gab in einer Pressekonferenz am 9. November bekannt, dass ein neues Reisegesetz in Kraft tritt, das die ständigen Ausreisen und Privatreisen ohne Vorliegen von Voraussetzungen in der Bundesrepublik gestattet. Die Grenze war damit offen, dass in der Folge die DDR aufgelöst und am 3. Oktober 1990 nach langen Verhandlungen an die Bundesrepublik Deutschland angegliedert wurde, war der DDR-Regierung zu diesem Zeitpunkt sicher nicht klar. Wir stehen hier auf dem Startpunkt des Heinrich-Heine-Wegs. Dieser Weg nehmen wir den Wanderweg zum Brocken am 3.12.1989. Aber warum heißt der Weg Heinrich-Heine-Weg? Und wer war Heinrich Heine überhaupt? Christian Johann Heinrich Heine war ein deutscher Schriftsteller, Dichter und Journalist des 19. Jahrhunderts. Er ist am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf, dem Herzogberg, geboren und am 17. Februar 1856 in Paris gestorben. Heine war ein Dichter der Romantik und prägte die deutsche Sprache sehr. Im September 1824 unternahm Heine eine etwa vierwöchige Reise, die ihn auch in den Harz und auf den Brocken führte. 1826 veröffentlicht er einen zugehörigen Reisebericht mit dem Titel Harzreise. Darin benennt er den Brocken als den Berg der Deutschen. Der Weg, den damals Heinrich Heine bei seiner Brockenüberquerung genommen hatte, ist heute als Heinrich-Heine-Weg bekannt. Auf dem ganzen Weg verteilt kann man die Werke Heines bewundern. Der Heinrich-Heine-Weg ist der schönste Weg auf dem Brocken. Der Wanderweg ist etwa 11 Kilometer lang, man muss etwa 800 Höhenmeter überwinden und das Durchschnittsgefälle beträgt etwa 15%. Er ist somit als schwerer Wanderweg bekannt. Am 3. Dezember 1989 lagen ca. 20 cm Neuschnee. Die Wanderer hatten also nicht die besten Aufstiegsbedingungen. Das hielt aber die Menschen im Harz nicht davon ab. Sie wollten unbedingt auf den deutschesten aller deutschen Berge. Hier seht ihr einen Baum mit einem Ring. Das bedeutet, dass die 5 Kilometer Sperrzone bis zur Grenze beginnt. Außerdem gab es noch einen 500 Meter Schutzstreifen im Wald durch den Baum mit zwei Ringen gekennzeichnet. Und einen 10 Meter Kontrollstreifen, das Überschreiten des 10 Meter Kontrollstreifens war verboten. In den beiden anderen Zonen wurde ganz klar gepegelt, wer hinein darf und wer nicht. Durch ein Vermerk im Personalausweis war man berechtigt, in das Zonengebiet einzudringen. Diesen Vermerk musste man allerdings alle 6 Monate neu beantragen. Außerdem durften in dem 500 Meter Schutzstreifen nur die von der Grenzpolizei festgelegten Wege genutzt werden. Die innerdeutsche Grenze war fast 1400 Meter lang und wurde nach der DDR und nach zu einem Todesstreifen mit Minenfeldern und Selbstschussanlagen ausgebaut. Zusätzlich gab es noch einmal eine 168 Kilometer lange Grenze um West-Berlin, die ab 1961 die Berliner Mauer darstellte. Hier stehen wir auf dem Mauerweg, der damals hier entlang führte. Damals war der Brocken von der Sowjetunion besetzt und diente unter anderem als Abhörstützpunkt westlicher Gespräche. Außerdem gab es auf dem Brocken noch eine Wetterstation. Bis 1985 war der Brocken mit einem Zaun gesichert. Dieser war aber sehr wetteranfällig und musste immer wieder repariert werden. 1985 entschloss sich die DDR-Regierung, eine Mauer für die Ewigkeit zu bauen, um den Brocken zu schützen. Diese war dann 3,5 Meter hoch und hatte eine Länge von 3 Kilometern. Sie lief um die ganze Brockenspitze herum. Am 3. Dezember 1989 kamen die Menschen gegen 12 Uhr an dieser Mauer an. Es waren mittlerweile viel mehr geworden als die 800, die in Ilsenburg gestartet waren. Aus Schörke, Wernigerode, Elend und anderen Orten waren ebenfalls Menschen aufgebrochen, um bei der Brockenöffnung dabei zu sein. Auch aus dem Westen waren viele Personen dabei. An diesem Tag waren wohl bis zu 8000 Menschen auf dem Brocken.
aber der Brocken war verschlossen und die vielen tausend Menschen standen vor dem geschlossenen Tor der Mauer. Also sie sind auf den Brocken gekommen, um dessen Öffnung zu erzwingen. Lautstark forderten sie die Öffnung des Brockens. Es kam zur Verhandlung mit dem zuständigen Kommandanten Major Schulze. Dieser musste erst einmal mit Berlin telefonieren, um die Vorgehensweise abzusprechen. Währenddessen hängte der diensthabende Wetterbeobachter Ingo Nietzsche ein Laken vom Dach der Brockenwarte herunter, auf das er Mauer weg geschrieben hatte. Als die Menschenmenge das sah, brach sie in Jubel aus. Trotzdem dauerte es 45 Minuten, bis der zuständige Kommandant Major Schulze verkündete, dass er immer Gruppen von ca. 200 Personen hereinlassen könnte. Als das Tor aber auf war, gab es kein Halten mehr. Mehrere tausend Menschen drängten durch das Tor und erreichten überglücklich und bei herrlichem Wetter das Brockenplateau. Und Sie sind bis jetzt seit 1989 immer hier auf den Brocken hochgewandert? Ja, am 3. Dezember 1989 war ich dabei. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, nachdem man 28 Jahre gar nicht hochgehen konnte, war ja militärisches Sperrgebiet. Und dann haben wir sozusagen die Öffnung erzwungen in einer friedlichen Demonstration. Und danach war ich dann auch mindestens jede Woche einmal oben. Ich war ja noch berufstätig. Erst später ging dann der Wettbewerb los unter den Wanderern, dass ich fast täglich dann auf dem Brocken gewandert bin. Heute ist es meine 8686. Brockentour. Ja. Ja, und macht immer wieder Spaß, weil ich immer nette Leute treffe. Heute treffe ich euch. Und insofern ist es natürlich auch immer was Neues hier am Brocken. Der Brocken ist ja nun ein Symbol der Einheit und Freiheit und der deutschen aller deutschen Berge und symbolträchtig mit durch Heinrich Heine, durch Goethe. Also der zieht wie ein Magnet, aber ich mache es ja auch wegen meiner Gesundheit. Man hält sich fit durch die tägliche Wanderung. Und ja, es ist natürlich auch ein Rekord, stehe ja dreimal im Guinness Buch der Rekorde und macht immer wieder Spaß. Gut, wie war das denn damals für Sie, als damals die Tore geöffnet worden sind? Naja, man hat ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, denn vorher wurde bekannt gegeben durch den Rat des Kreises, Abteilung Inneres, stand dann in der Volksstimme, dass die Brockenstraße geöffnet werden sollte. Also es war ja, die Grenze war ja schon offen im November und die Brockenstraße, also so bis Eckerloch, war ja auch gesperrt und die wollte man großzügigerweise für die Wanderer freigeben. Aber damit haben wir uns nicht zufrieden gegeben. Auch das neue Forum rief ja auf zu einer Demonstration. Und die Ilsenburger kamen auch von Schierke, Wanderer, und wir forderten eben Tor auf, freie Bürger, freier Brocken. Und nach über 2 Stunden hat der Offizier dann selbst entschieden, jawohl, ich mache auf. Und das war natürlich ein Glücksgefühl. Und damit man das nicht vergisst, hatte ich ja dann 5 Jahre später die Idee, dort muss ein Gedenkstein aufgestellt werden. Und das habe ich ja dann auch verwirklichen können mit Hilfe des Arztclubs. Steht an der Stelle, wo das Tor war, also links daneben, ein Gedenkstein mit der Aufschrift Brocken wieder frei, Maueröffnung nach 28 Jahren hier. So, und da kommen wir ja auch jedes Jahr mit dem Arztclub hin an dem 3. Dezember. Dann wird auch eine Rede gehalten, damit man das nicht vergisst. Aber auch am 3. Oktober sind wir ständig oben, denn der Tag der Deutschen Einheit wird ja auch immer hier gefeiert auf dem Brocken. Hier stehen wir auf dem Brockenplateau, welches am 3. Dezember 1989 von den vielen tausenden Menschen eingenommen wurde. Die Menschen lagen sich in den Armen und tanzten den Schneewalzer. Die ca. 100 auf dem Brocken stationierten russischen Soldaten standen daneben, schauten zu, aber griffen nicht ein. Nur die Stasi hatte Fotos gemacht, um das Geschehnis festzuhalten. Karl Berke, einer der Wortführer des Protestes, sagte damals: Nach dem Mauerfall war die Stürmung des Brockens der Punkt auf dem I. Auch für den späteren Landrat des Harzkreises, Dr. Michael Ermerich, gehörte dieser Tag nach eigenen Angaben zu den bedeutendsten Tagen seines Lebens. Für die Menschen damals stellte die gleichzeitige Nähe und Wette des Brockens eine krisenhafte Situation dar. Durch den Umbruch in der gesamten DDR, der dazu führte, dass die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten geöffnet wurde.
war die Grundlage für etwas Neues anderes gelegt. Lediglich der Brocken war noch fest verschlossen und in sowjetischer Hand. Deswegen wagten die Menschen im Harz am 3. Dezember 1989 den Aufbruch, marschierten zum Brocken und haben dessen Öffnung erzwungen. Wir haben es geschafft. Echt? Ist der Film fertig? Wir sind fertig. Ach, perfekt. Oh, endlich. Jetzt haben wir unsere harte Arbeit hinter uns. Ja, super gemacht, Jungs. Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht und wir haben auch was dazugelernt. Ja, das sehr viel. Also ohne das hier wüsste ich gar nicht, was damals auf dem Brocken geschehen ist. Ich wusste ja auch gar nicht, dass wir draufgelaufen sind. Auf also, Brocken. So viele Leute, so viele Menschen, 8000, das ist schon viel. Das ist schon heftig. Ja. Aber ihr müsst immer so sehen, wäre die Grenze früher gar nicht geöffnet worden, würden wir uns auch alle gar nicht kennen. Ja. Die Schule gäbe es auch gar nicht oder ja. Zumindest nicht für uns. Ja. Auch damals so die Zustände, die es damals zwischen Westen und Osten gab. Ja. Das ist ja wie der goldene Westen, sagt man ja immer. Genau. Ja. Naja. Und es gab halt auch nur einmal im Jahr so Bananen. Ja. Zum Beispiel. Ja, oder Orangen. Also wir haben schon viel gelernt, muss ich sagen. Und es hat auch Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Der Film ist Spaß gemacht. Ist, glaube ich, gelungen. Das Ding war halt auch Ausreisende, also wie ich jetzt auf den Seychellen oder sonst irgendwas, das wäre alles nicht möglich gewesen. Ja. Ja. Oder wie ich nach Amerika fliege, das wäre damals. Das ginge gar nicht. Aber auch toll fand ich es, dass wir auf dem Brocken so tolle Zeitzeugen wie den Brocken-Benno getroffen haben oder Karl Berke. Also, ja. dass Leute waren, die das auch wirklich miterlebt haben. Ja. Das war ja auch wirklich zufällig mit dem Brocken-Benno zum Beispiel. Ja, das war. Den habe ich da so rumlaufen sehen und dann haben Laurens und ich den interviewt. War schon echt cool. Ja, Laurens hat die Kamera gehalten. Eine tolle Erfahrung war das.